Hey ho, meine Lieben, das heutige Motto lautet: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Genau. Und unter dem Motto werde ich jetzt dann anfangen, Streicharbeiten vielleicht zuallererst, solange es halbwegs trocken ist noch. Das Pavillon will ich heute fertig aufstellen, hier in Ordnung machen. Ja, und da ich nicht weiß, was ich im Endeffekt alles mache, eben das Motto. Was sehen meine entzündeten Augen da? Den habe ich gestern hier stehen lassen, den haue ich mal jetzt rein. Ich habe mir heute auch nichts geholt, was Essen betrifft oder sonst was, weil ich heute Nachmittag relativ früh wieder nach Hause war, weil wir ja noch shoppen wollen für morgen, weil morgen soll es dann hier was Größeres geben. Jo. In dem Sinne, ich lege jetzt mal los und guck, was ich heute alles fertig bringe. Und hole euch natürlich immer wieder dazu. Oh Mann, beim Lackdose zumachen gerade voll die Farbe ins Gesicht bekommen. Naja. Gut, Leute. Ich habe jetzt die Bretter auch alle noch einmal durchgestrichen. Unten bin ich gleich doppelt und dreifach drüber gegangen, damit ich unten dann wieder Latten hinschrauben kann. Und diese Absperr-Dingsda-Bahn hinmachen kann. Ja, hier drüben auch. Wunderbar, gefällt mir. Ich hoffe, dass das jetzt so rot bleibt und ich nicht nochmal drüber muss, aber mein Gott. Was mich halt total ärgert, Leute, ist, dass die Scheißfarbe schon wieder alle ist. Oder zumindest bloß noch so viel im Kübel drin. Es ist zum Kotzen. Was die Holzbretter im trockenen Zustand beim ersten Streichvorgang Farbe ziehen, das ist abartig. Naja, da hinten den Ofen, das Ding habe ich jetzt auch nochmal gestrichen. Ja, jetzt muss ich halt gucken, bis wann ich da insgesamt überhaupt fertig streichen kann. Aber ich bin ja jetzt dann am Pavillon weiterbauen. Das werde ich jetzt definitiv über die Tür drüber hieven und einmal ringsherum festschrauben. Hier vorne mache ich, spack sich dann Latten hin, dass das da entsprechend etwas höher steht. Oder ich lasse es tiefer stehen. Das sehen wir jetzt nachher. Ja, jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich dann die Plane drüber kriege. Und das Geile ist ja auch, unter dem Ding dann kann ich auch noch das restliche Zeug fertig streichen. Also, was ich lose habe. So, Dale, mal grob auf Höhe gebracht. Ich glaube, auf der Seite muss ich noch runter oder auf der noch hoch. Naja. Wie gesagt, grob auf Höhe gebracht, die Tür kriege ich auf. Hier die Ecke muss ich aber noch ein bisschen einschneiden, aber kein Problem, weil hier runter wird es ja sowieso festgespackst. Genauso wie da drüben und oben entlang. Was mich ärgert ist, dass die Plane kein einziges Teil hat, ja, wo man sie festmachen kann. Naja, für was habe ich Panzertape? Jo, jetzt mache ich mal die Seiten hin. Dann kann ich das Ding soweit nämlich ausrichten. Und nachher dann Latten anspitzen, reinschlagen. Und das dient mir auch gleichzeitig noch mit als Pfosten. Jo, hier oben haben wir Ösen. Da kann ich dann Schnüre noch spannen. Werde ich natürlich machen. Auf der Seite und drüben. Ja, machen wir mal weiter, dann sehen wir schon, was dabei rauskommt jetzt. So, Leute, leicht windschief steht das ganze Teil jetzt. Das ist aber beabsichtigt, einfach damit ich die Seitenwände hier noch unter die Stangen drunter ziehen konnte, beidseitig, um die hier mit festzuspaxen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das weiter oben auch noch festschraube.
Hier weiß ich noch nicht genau, was ich mache. Vielleicht ziehen wir da auch bloß ein Panzertape durch. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Die ganz einfache. Oder ich spacke es auch noch fest, ziehe es an und tue von innen Holzlattenstücke dagegen halten. Irgendwie sowas. Hier auf der Seite dasselbe Spiel. Aber ich denke ja mal, eventuell mit den Holzlattenstückle wäre das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Da brauche ich aber natürlich Schrauben mit schönen Beilagscheiben, großen, irgendwas. Damit es ja nicht so im Wind flattern kann. Und dann könnte oder sollte das Ding doch über den Winter durchhalten. Weil nach dem Winter, also wenn man sich erholt hat, dann kann ich übergehen, ordentliches Material zu holen, um was Gescheites dahin zu bauen. Das ist der Plan. Aber wie gesagt, jetzt über den Winter, dass man einmal hier auch grillen kann, ohne dass man vom Regen erschlagen wird. Ja, oder vom Schnee, sollte das hoffentlich reichen. Wir werden sehen. So, meine Lieben, langsam ist es Zeit für den Feierabend heute. Wir wollen ja noch einkaufen gehen. Das Ding ist soweit mal fertig angemalt. Da kommt ja noch diese Blende außenrum und außenrum würde ich mir noch diese Bodenleiste zuschnibbeln und dann kommt die noch außenrum und dann sieht das ganze Ding mal richtig gut aus, würde ich mal so behaupten. Hier bin ich noch am Überlegen, wie ich das noch mehr stabilisieren kann. Hier habe ich jetzt einfach die Dachplattenschrauben genommen. 1, 2, 3 Latten im Boden geklopft, beidseitig. Dann kann das schon mal so weit nicht rumschwabbeln die Wand. Oben werde ich wahrscheinlich auch noch mit Panzertape die Längsdinger komplett festkleben. Einfach Streifen drüber. Dann, ja, hoffe ich doch, dass es mal halbwegs hält. Von der Seite auch dementsprechend fest. Hier habe ich noch Panzertape komplett drüber gezogen. Naja, man wird sehen, ob der ganze plumper Quatsch halbwegs überhält. Überhält? Was ist denn heute los? Oh, überhält, überlebt, aushält, oh Gott. So. Ja, hierum werde ich dann demnächst wahrscheinlich die unteren Latten wieder hinspaxen, einfach momentan. Einfach nur, dass sie wieder dran sind. Oh, und, tja, es fängt zum Regnen an. Tja, und dann weiß ich eben nicht, wann es mit der nächsten Anmaulerei losgeht. Ah, jetzt glaube ich es echt, ich muss Feierabend machen, Leute. Ich bin schon total irre im Kopf. Ja, Leute, ich bin total wirr im Kopf, schon vor lauter Hunger und hau mich tot und was weiß ich. Ich mache jetzt ganz einfach Feierabend. Ob wir jetzt morgen hier herauskommen, ja, das müssen wir erst einmal gucken noch. Also das ist leider noch nicht ganz sicher. Ich hoffe es. Naja, aber ich mache jetzt Feierabend und fahre nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Kein Bock mehr, keinen Nerv mehr. Für heute reicht's was. Ganz einfach. In dem Sinne sage ich mal Tschaikowski und bis zum nächsten Mal. Ciao.